Moinsen Leute und herzlich willkommen bei Metroid 1. Ja, das letzte Mal haben wir Brinstar so gut wie abgeschlossen. Fehlen nur noch ein, zwei Secrets, an die wir aber auch noch nicht rankommen. Und heute begeben wir uns nach Norfair und gucken mal, was sich hier so finden lässt. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal noch nicht gesagt, ich werde nicht alles holen. Also es wird hier kein 100% Run. Einfach quasi durch. Ich hasse diese Viecher, weil man sie nicht timen kann. So. Einfach durch. Weil bei späteren Metroid-Teilen werde ich vielleicht auch einen 100% Run machen, aber dieser hier scheint mir dafür komplett ungeeignet, weil er mir einfach tierisch auf den Sack geht. Bei näherer Betrachtung dazu gesagt. So, wir könnten jetzt zum Beispiel hier links weitergehen und uns noch mehr Raketen holen. Allerdings achte ich das mal für unnötig. Weil wir werden Mother Brain natürlich mit einer einzigen gut gezielten Rakete umhauen. Kennt man ja. Ey. Nicht nett so weit. Es ginge übrigens auch, dass ich die Tempo-Taste drücke und dann sowas hier mache. Aber das finde ich ein bisschen lame. Von daher lassen wir das mal. So, dann gehen wir hier mal nach rechts. Wir haben 15 Raketen, das ist wunderbar. Damit lässt sich definitiv was anfangen. Ah, die. Jo. Hier würde ich empfehlen, am besten einfach immer oben zu bleiben, um da durchzukommen, weil ich finde es dann deutlich einfacher, hier irgendwie den Überblick zu behalten, beziehungsweise generell hier durchzukommen. So. Dichter möchte ich aus dem Weg haben, bitte. Ich habe gesagt, Dichter möchte ich aus dem Weg haben, danke. So, hier drüber. Hier ein bisschen was wegballern. Oder einfach mal nicht treffen. So, hier durch. Und hier möglichst nicht in die Lava fallen, denn sonst müssen wir bis hier zurück. Doof. Ach, was mache ich denn da? Dumm. Man könnte auch sowas hier machen. Kommt man vielleicht ein bisschen besser hier hoch. Allerdings verkacke ich es gerade trotzdem ordentlich. Na, egal. So, durch. Und, ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen nach oben und holen uns da ein Item ab, oder wir gehen nach unten und holen uns da ein Item ab. Letztendlich ist es egal. Obwohl, komme ich hier oben schon lang? Aha, okay, wir müssen erst nach unten, weil wir sonst nicht nach oben kommen. Das macht Sinn. So ein bisschen. Denke ich. Hä? Wer ist der? Bleibst du wohl offen? Achso, da kommt man so gar nicht. Moment. Moment. Das sehe ich nicht ein. Muss ich dann ernsthaft? Nee, muss ich nicht. Gut. Okay. Ich dachte schon, ich muss da jetzt komplett durchlaufen. Da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. So. Wo kann man da übrigens irgendwie anders hinlaufen? Ich glaube nicht, ne? Au! Ich sollte echt mal aufpassen, wo ich langlaufe. Ja. Hier. Hier ist gut. Gut. Dieses Seepferdchen da unten wollen mir nicht gefallen. Die spucken doch bestimmt mit irgendwas. Ah, wurscht. Machen wir die Tür auf. Pam. Und rein. Und wir kriegen die High Jump Boots. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Kann man hier drin schlecht ausprobieren. Oh, Secrets? 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 Okay, dann komme ich da rüber. Da
wollte ich jetzt eigentlich nicht rüber. Aber gut. Gehen wir hier lang. Auch in Ordnung. Was denn sein muss. Ich baller aber dann erstmal die Viecher hier über den Haufen. Das ist mir nur zu dumm. Obwohl, ne, wir können gar nicht healen. So. Wollte schon sagen. Ich wollte sagen, wir können gar nicht da lang, weil wir... Doch, wir haben die High Jump. Ach, egal. Vergesst es. Ich gehe die andere Richtung. Mann. So. Dummer Scheiß. Wie komme ich denn da hin? Dann muss ich komplett rum. Okay. Gut, 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 gut. Dann... Oh ja, das sind aber wirklich die High Jump Boots. Alter. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal noch wieder nach oben und holen uns da das Item ab. Weil das ist definitiv interessant. Wo war es jetzt hier? Hier, da. Wie mache ich das denn jetzt? So. Okay. Das ist wahrscheinlich so nicht gedacht, aber okay. Das funktioniert. Mann, geht weg da, ihr dummen Viecher. Mann! Lass mich doch einfach hier durch. Mit einem Hauch von Skill kommt man auch hier hoch. Ja. Ey. So. Haben wir noch 5 Raketen? Ja. Dann holen wir uns direkt das nächste Item ab. Wenn das geht. Schauen wir mal. Okay, dazu braucht man mehr als 5 Raketen. Daneben nicht. Dann gehen wir erstmal einen Ticken höher. Spring doch mal einfach mal nicht, Samus. Ist auch in Ordnung. So. Hier sollte es theoretisch Raketen. Raketen. Die Rassisten unter den Raketen, ne? Genau. Hier sollte es theoretisch Raketen geben. Ich weiß noch nicht wo. Okay, 1. Oh, 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 oh. 2. So. Ich mach mal das Ding da kalt. Das geht mir gleich nur auf den Nerven. Ja, das könnte sich jetzt ein bisschen hinziehen. Ah, okay. Oh, 5er Energie, nice. X und 3. So. Das fand ich übrigens auch sehr lächerlich. Von wegen 3 Rocket Tanks hintereinander ein bisschen dreist, finde ich. Aber gut. Wer es braucht. Ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt auf 20 Raketen. Und hier kommen wir doch bestimmt auch wieder irgendwie weiter, ne? Nicht? Okay, scheinbar nicht. Ah, war das wieder so ein Ding zum Durchrollen? Nein. Okay. Dann nicht. Aber, habe ich die Karte eigentlich schon eingeblendet? Hm. Wenn nicht, dann nochmal hier. da dann... Also da ist eine Wand hinter den 3 Rocket Tanks. Von daher gehe ich mal davon aus, dass man da jetzt nicht einfach so hinkommt. Ah, hier, okay. Jetzt muss nur noch das Time irgendwie... Sehr schön. So. Und dann kommen wir hier zu 2 weiteren Rocket Tanks. Oder einem erstmal. X und dann zum zweiten. Danke.
Damit wir jetzt mal eben schon 6 Rocket Tanks in dieser Folge aufgesammelt haben. Irgendwie ein bisschen dreist ist. Naja, egal. Wenn das Spiel ist so integriert, kann ich es auch so nutzen. Oh, kurzer Cut. So, da bin ich wieder. Da hat meine Mutter kurz gestört. Und ich hole mir mal eben die Energie hier oben ab. Hoppa. Wir haben übrigens nicht mehr viel Energie. Wir sollten vorsichtig sein damit. Und sagen, hier müsste man jetzt durch können. Plop, 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 plop. Ach du Scheiße. Okay, das bringt so nichts. Okay. Und dadurch. Okay. Wunderbar. Den kann ich natürlich mal wieder nicht abschießen. Wo muss ich überhaupt hin? Nach unten. X. Oh, Gottes Willen. Jo, 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 jo. Kein Ding, kein Ding, kein Ding. Alles gut. Au. Hat er mich jetzt getroffen? Ja, nein, vielleicht. Ey, lass mich hier raus. Oh. Okay, noch einer weniger und du auch noch. Wunderschön. So, hier war irgendwo ein Gang. Das habe ich gerade gesehen. Habe ich ganz genau gesehen. Da unten. So. Damit kommen wir nämlich zu unserem nächsten Item. Plop. Und zwar... Weiß ich nicht. Ah, Icebeam. Okay. Wunderbar. Ah, ich würde sagen, wir gehen einfach hier durch. Ich kann jetzt, habe jetzt keine Lust, da nochmal hoch zu starksen. Oh, hat natürlich genau gepasst. Okay. Dadurch. Oh! Wow, danke. Vor der Lava gerettet. Dankeschön. So, damit haben wir den Icebeam. Und mit dem Icebeam können wir diese Viecher, wenn man sie dann treffen würde, einfrieren. Und dann auf ihnen stehen. Haha. So. Auch das kennt man schon aus vorigen Metroid-Teilen vielleicht. Aber es ist trotzdem essentiell wichtig. So, wie kommen wir denn jetzt da unten hin? Okay. Muss ich tatsächlich wieder den Gang hier nehmen? Irgendwo hier war das. Glaube ich. Hallo? Da. Okay. Und hier durch. Okay. Und, schön die Viecher auslassen. Wie viele Türen gibt's hier? Das eine, das wäre die, wo wir vorstehen. Und da unten ist noch eine. Und unten müssen wir nachher nochmal hin. Gut, gehen wir erstmal hier durch. Weil hier können wir noch was finden, was wir definitiv haben wollen. Ausgesetzt, wir kommen hier irgendwie durch. So. Yeah. Nice. Ja, das Ding können wir dann auch einfrieren, theoretisch. Oder wir nehmen einfach dich hier. Dann kommen da auch so rüber, sag ich. So rüber, danke. So, ja, ohne den Icebeam ist das natürlich nicht möglich hier. So, dich können wir auch einfrieren und hier rüber. Was seid ihr? Kann man auf euch stehen?
Ja. Das ist ja herzallerliebst. So. Okay. Ein Übergangsraum. Das heißt, wir sind da. Okay. Ich habe halt nebenher die ganze Zeit die Karte offen, damit ich hier irgendwie ansatzweise durchkomme. Weil aus dem Kopf wird das nichts. Ja, ist klar. Tau da mal wieder auf.